Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke war am Montag an der BTU Cottbus-Senftenberg. Grund war die Zukunftstour Jugend. Hier wollte sich der Landesvater einen Überblick zum Thema Übergang Schule-Studium verschaffen. Rund 350 Studierende zeigten Woidke einen kurzen Ausschnitt aus den Angeboten. Unter anderem wurde der Bereich Biotechnologie besucht. Hier laufen unter anderem Forschungen zum Knorpelersatz für Transplantationen für unterschiedliche Gelenke. Weiter ging es zu den Physiotherapiewissenschaften. Ganz praktisch, denn auch für den Ministerpräsidenten gab es einen kleinen Exkurs zum Thema Rückenschule. Seit knapp 2 Jahren wird in Senftenberg auch die Pflege unterrichtet. Mit einer gekoppelten Ausbildung, Studium und Praxis zum Gesundheits- und Kranken- bzw. Altenpfleger werden hier neben den Grundlagen der Berufe auch weitere Kompetenzen erworben. Die späteren Einsatzmöglichkeiten damit deutlich erhöht. Woidke zeigt sich begeistert, vor allem vom Engagement der Studenten und der Lehrkräfte vor Ort.